Ein junger Regisseur, eine interessante Frau, ein paar internationale Vagabunden und eine Apfelplantage namens Oklahoma. All das braucht Regisseur Julian Radlmayr für seine herrlich ironische Selbsteinschätzung, die noch dazu ein bisschen über den Kommunismus sinniert. Ich bin ja kein Sozialist, bin bei Gott auch niemals einer gewesen, aber eins haben sie uns immer beigebracht in der alten DDR. Wenn wir den Mehrwert schaffen, der Profit allerdings, weil Gottfried in der Tasche klimpert. Lass den Max mal bitte im Bücherregal. Ich krieg hier sonst voll die Stopp. Es tut sich was im neuen deutschen Kino. Und das auf überraschend humoristische Weise. Julian Radlmayrs Abschlussfilm Selbstkritik eines bürgerlichen Hundes ist ein ungewöhnlicher Film. Und der Tagessoll wird wieder gesenkt. Die plötzliche revolutionäre Erregung hatte Camilles Wangen leicht erröten lassen. Würde sie so aussehen, wenn wir miteinander schliefen? Ich musste ein doppeltes Spiel spielen. Why so modest? If we can build up enough pressure, we might even get an increase of salary and a reduction of daily working hours. Ein junger Regisseur namens Julian, gespielt von Radlmayr selber, versucht erfolglos, eine Filmförderung und ein Mädchen zu bekommen. Das Arbeitsamt verdonnert ihn zum Ernteeinsatz auf der Apfelplantage Oklahoma. Dann tauscht der Chef euch halt gegen andere Rumänen aus. Oder der Standort wird hier gleich geschlossen. Das hat man dann von solchen Negereien. Ich sage, Maul halten und Arbeitsplatz sichern. Stimmt, Bruno hat mich überzeugt. Man mag meinen, das Paradies auf Erden. Dabei gerät er an ungewöhnliche Menschen. Zwei ehemalige Museumswärter, denen gekündigt wurde, weil ihnen ein Dürer und ein Feuerlöscher abhanden gekommen ist. Osteuropäische Wanderarbeiter, die abends Anna Karenina lesen. Und ein stummer Heiliger, dem man den Kapitalismus erst noch erklären muss. Zusammen beginnen sie in der Sommerhitze, von der Plantagenbesitzerin getrieben, von einer kommunistischen Revolution zu träumen. Der Film spielt mit Metaphern, literarischen Bezügen und Absurden. Mit großer Spielfreude, Reflexion und Augenzwinkern erlaubt sich der Film, Utopien aufzugreifen und durchzuspielen. Dabei reflektiert Radlmayr nicht nur die derzeitigen politischen Zeiten, sondern seine eigene Stellung in Kunst und Gesellschaft gleich mit. Camille, I found a boat. Let's go for a trip. Julian, ich habe dich recherchiert und du wirst mehrmals als die große neue Hoffnung des jungen deutschen Kinos bezeichnet. Ist das jetzt hilfreich, wenn man gerade den Abschluss an der DFFB macht, oder hinderlich? Ist ja die Frage, spricht das für oder gegen den deutschen Film? Ja. Das hat sich jetzt dann, also Entschuldigung, auf die Frage habe ich jetzt keine gute Antwort. Ich meine, als wir den Film gedreht haben, wussten wir natürlich noch nicht, dass irgendjemand sich dafür interessieren würde. Deshalb konnte man das relativ frei von solchen Überlegungen machen. Und das war wahrscheinlich ganz gut, oder so. Jetzt ist es vorbei damit, mit der Freiheit. Ja, also der Film wird ja gehypt ohne Ende. Schon bevor die Berlinale überhaupt losging, war das ja schon der Film, der überall auf den Must-See-Top-10-Listen steht. Wie ist das jetzt für dich? Also ich hoffe, dass der Film die Erwartungen dann auch einlösen kann, weil ich weiß eigentlich nicht. Ich glaube, das Problem ist vielleicht, dass ein paar Freunde von mir, die auch Filmkritiken schreiben, den Film schon gesehen haben und jetzt irgendwie gute Sachen verbreiten oder am Schluss denken, was. Nee, keine Ahnung. Ich freue mich natürlich total, dass das irgendwie doch irgendwie ganz gut anzukommen scheint, weil als wir das, also klar, immer wenn man einen Film macht, weiß man ja überhaupt nicht, ob irgendjemand das, was man selber witzig findet, irgendwie auch witzig finden würde oder ob man es eben nur lustig findet, weil die eigenen Freunde irgendwelche bescheuerten Rollen spielen und irgendwie von Stühlen fallen und so. Dann ist es doch ganz gut, dass auch Leute das irgendwie scheinbar gut finden. Jetzt spielst du selber die Hauptrolle und also Regisseur Julian Radlmayr spielt einen Regisseur namens Julian, der versucht, eine Finanzierung für seinen neuen Film zu kriegen und ein Mädchen rumzukriegen und dann irgendwie aus Hartz-IV-Gründen in einer Apfelplantage landet, wo es so eine Art Versuch von einer kommunistischen Revolution gibt. Wie viel Selbststudie ist denn jetzt in der Selbstkritik? Also ich meine, ich bin sicher nicht irgendwie mit der Figur identisch oder hoffentlich zumindest nicht hundertprozentig mit der Figur identisch. Also ich glaube, in unserer Generation kommen ja auch viele Leute zumindest streckenweise oder mal irgendwie relativ nah an bestimmte sehr prekäre ökonomische Situationen und fragt man sich also, aber folgt aus dieser Erfahrung eine Solidarisierung mit Leuten, die vielleicht strukturell noch
tiefer in solche Situationen steckt, man auch vielleicht weniger Möglichkeit haben, da rauszukommen? Oder wartet man eigentlich nur, bis man irgendwie eine Gelegenheit bekommt, irgendwie doch den gesellschaftlichen Aufstieg zu schaffen? Und zu wie viel Verzicht sozusagen an eigenem symbolischen Kapital oder sowas wäre man eigentlich auch bereit? Also das sind alles so Fragen, die ich mir dann gestellt habe und die so versucht habe, in den Film zu integrieren, wo ich aber auch das Gefühl habe, das ist jetzt nicht so das einzige Thema des Films. Das ist vielleicht auch durch den Titel, der einfach irgendwie vielleicht so ein bisschen catchy war, auch so ein bisschen sehr auf meine Figur so fokussiert. Aber eigentlich gibt es auch Parallelhandlungen, die was anders versuchen, neben dieser irgendwie selbstkritischen, die sozusagen eher eine Selbstkritik vielleicht meiner Klasse oder sowas auch ist, gibt es auch sozusagen eine positive Erzählebene des Films, wo irgendwie Figuren irgendwie beginnen, also so eine Art Revolte stattfindet und Figuren beginnen darüber nachzudenken und miteinander zu sprechen, wie sie die Dinge vielleicht selber in die Hand nehmen können. Und das ist dann etwas, was so ein revolutionärer Moment, den dann meine Figur so verrät, aber der sozusagen im Film, glaube ich, auch als solcher präsent ist und der für mich dann eigentlich wichtiger ist als jetzt sozusagen diese Meta oder Ebene, die mit mir zu tun hat. Mit dem Kommunismus, es ist ja spannend, dass du Filme sozusagen über so eine Art kommunistische Utopie versuchst, währenddessen ja allgemein eigentlich die Idee vorherrscht, dass der Kommunismus tot ist. Hm. Was siehst du da noch, was man da rausholen kann? Na, ich habe das Gefühl, dass sozusagen, wenn man jetzt die Idee des Kommunismus irgendwie ein bisschen trennt von den realen Versuchen, das irgendwie umzusetzen, die sich ja irgendwie tausend Dinge falsch gemacht haben, gibt es da einen extrem wahren und wichtigen Kern, den man gleich braucht, auch gerade in der heutigen Zeit, wo sich die meisten Leute ja einigen können auf extrem viele Dinge und allen Leuten soll es ja eigentlich gut gehen und so, aber was nie angetastet wird, sind irgendwie ökonomische Besitzverhältnisse oder sowas. Und also, dass man für eine bessere Gesellschaft irgendwie auch an den Besitzverhältnissen etwas verändern möchte, müsste. Ich glaube, das ist so ein Kernpunkt. Und dann gibt es so Sachen, die vielleicht, also die mit der Frage des Kommunismus nur, also peripher zu tun haben, aber auch zu tun haben. Ich glaube, in dem Film ging es auch sehr stark um die Frage, wer muss eigentlich welche Arbeit machen? Also warum gibt es Leute, die Filmemacher oder Filmkritiker sein dürfen und sich die ganze Zeit mit irgendwie oder meist zumindest halbwegs netten Dingen beschäftigen dürfen und andere Leute müssen tatsächlich die Äpfel pflücken, die man dann beim Drehen isst und so. Das ist vielleicht eine irgendwie auch bescheuert naive Frage, aber ich glaube, dass sie irgendwie schon extrem wichtig ist. Und genau, und da, was der zweite Teil der Frage war. Du hast es schon beantwortet. Wie schwer ist es eigentlich, einen Film finanziert zu kriegen, wo im Drehbuch die Frage der Finanzierung und der prekären Lage gleich mitverhandelt wird? Hat man dann so einen Bonus? Ich glaube, wahrscheinlich eher irgendwie komischerweise schon. Also du hast quasi schon reingeschrieben, wie schlecht es dir geht, dass du die Finanzierung bekommst für den Film, damit es dir nicht mehr schlecht geht? Genau, das ist so ein bisschen mitleidsheischend. Nee. Warte mal, das müssen wir leider nochmal. Ich meine, keine Ahnung, ich saß ja nicht in diesen Sitzungen mit drin. Aber ich habe so das Gefühl, dass sozusagen, dass das irgendwie eine irgendwie unbefriedigende Situation auf ist, ist, glaube ich, allen bewusst, die da so dran beteiligt sind. Mhm. Ja. Und was denkst du in 5 Jahren, der goldene Löwe oder der goldene Bär oder die Apfelernte auf Hartz IV? Ja, das ist natürlich. Ja, keine Ahnung. Das stimmt übrigens. Also ich dachte erst, wir haben es ein bisschen übertrieben mit dieser Geschichte mit der Apfelernte, bis ich dann irgendwie neulich irgendwie so einen Text las von einer irgendwie Frau, die irgendwie mehrere Vertretungsprofessuren hatte und danach doch zur Erdbeerernte oder sowas geschickt werden sollte. Also es kann noch passieren. Also okay. Nee, keine Ahnung. Aber es ist vielleicht auch, ja. Also im Prinzip wäre ich ja dafür, dass man Arbeit so ein bisschen aufsplittet, wie das auch im Film einmal die Figuren sagen. Ich fände das eigentlich gut, wenn auch ich irgendwie mal ein paar Monate ernten müsste und dafür könnte dann jemand anders mal was Angenehmeres machen oder so. Also wenn man diese Tätigkeiten irgendwie so gerechter verteilen würde, wäre ich auch sofort dabei, hoffe ich. Ich wünsche dir trotzdem, glaube ich, viel Glück mit dem Film auf der Berlinale. Dankeschön. Und vielleicht sehen wir uns ja in 5 Jahren beide bei der Apfelernte. Freiwillig oder nicht. Danke. Danke.